Bitte einsteigen und Türen schließen. Vorsicht bei der Abfahrt. Mit Funktionen ist dieses Modell einer Baureihe 218 der DB Regio-Tochter Westfrankenbahn üppig ausgestattet. 17 verschiedene Funktionen, davon 13 Sounddateien, lassen sich mit der Digitalzentrale abrufen. Gegenüber der hier bereits vorgestellten 218er verfügt diese Lok über zwei Schienenreinigungsteller, von denen je einer dicht hinter dem vorderen Rad unter dem Lokführerdrehgestell angebracht ist. Ein kleiner Extramotor setzt sie in Bewegung, der mit der F7 geschaltet werden kann. Der Andruck ans Gleis ist jedoch ziemlich schwach. Zum Entfernen von Staub gut geeignet, werden die Schleifteller an festgefahrenem Schmutz scheitern. Die Filzteller können als Ersatzteile nachgekauft werden. Über Sinn oder Sinnfreiheit einzelner Soundfunktionen soll hier nicht geurteilt werden, dazu sind die Geschmäcker zu verschieden.
Außerdem, entgegen landläufiger Meinung, hat Fleischmann nicht ausschließlich eine anspruchsvolle Käuferschicht und versucht, diese bei den Modellen mit einer möglichst präzisen Umsetzung des Vorbildes zufriedenzustellen. Nach Herstellerangaben gibt es jedoch auch einen größeren Kauferkreis, der weniger stark am Vorbild orientiert ist, sondern mehr Action und Abwechslung haben will. Die am Vorbild orientierten Kunden könnten allerdings gerne auf die ein oder andere Soundfunktion verzichten, wenn der Decoder auch die Einstellung eines Doppel-A für Rangierfahrten sowie die Abschaltung des Rücklichts im Zugverband ermöglichte. Fleischmann reiht die Lok in Epoche 4 ein, das ist die Zeit zwischen 1970 und 1990.